Ja, das ist ja das, um die Zelle an sich herzustellen, ne? Hier, warte mal. Hier, das hier. Das ist ja das, was wir halt da reinpacken, damit wir... Oder warte. Warte. Das eine ist eine Flüssigkeitszelle, das andere ist eine... Item Cell. Boah, wie mies. Wie mies. Das ist wirklich mies. Das kriegst du aus dem Metallformer mit Plattenzinnen, wenn du es da reinpackst. Das ist mies. Weißt du, es sieht sehr identisch aus. Ist aber was komplett anderes. Und ne, so viel Coolant, wie wir jetzt da schon verwurschtelt haben. Ich meine, gut, das Coolant kriegen wir da wieder raus. Ne? Aber wir wissen nicht, wie wir das Coolant aus dem rausgenommenen Zustand wieder irgendwo rauskriegen. Das ist mies. Also wirklich so ein bisschen. Ich meine, es hat bestimmt irgendwie einen Sinn, den ich noch nicht verstehe. Ja, da haben wir noch diese Zinnplatten hier. Hoch da. Doch, wir können das umpacken, glaube ich, ne? Warte mal. Welchen Modus brauchte ich? Extruding. Da. Da kommt das jetzt rein. Ich krieg das in die anderen Zellen rein. Alles ist okay. Glaube ich. Also ich hoffe, dass ich das so hinkriege. Müsste aber eigentlich. Ich mache mal ganz kurz hier die neuen Zellen. Ja, ist wesentlich kostengünstiger. Ich weiß nur nicht, wozu ich die Flüssigkeitszellen brauche. Dinge, die ich, ne, learning by doing. Das mag ich so an diesen Mods, die ich halt drin habe, ne, nicht großartig informieren halt, ne, so das Gröbste, damit du weißt, ja, dies und das und jedes, brauchst du so ganz grob, ne, aber halt alles andere so, ne, learning by doing. Wir brauchen einen anderen Modus. Meinetwegen ohne Lapis. Genau, kommst du nämlich da rein. Shit, das geht nicht. Kann ich das nicht? Doch. Nein. Nein. Och, ich dachte, das geht irgendwie. Schade. Nein, nicht da raus. Also mit dem einen Modus, den ich jetzt gerade drin hatte, würde ich einfach nur die Kännchen entleeren und das halt in den Tank packen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das aus dem Tank wieder rausbekomme. Das ist halt so eine Sache. Okay. Gut, da haben wir vielleicht doch ein größeres Problem. Da war es von Zelle in Zelle. Das ist Zelle plus Wassertank gleich Zelle mit Wasser. Das ist Zelle plus Gedöns gleich aus den anderen. Warte, wo ist der Unterschied? Das eine packt das hier mit rein und das andere nimmt Wasser hier raus, okay. Das ist, ne, Vermengen von Dingen. Das ist hier unter anderem für das Lapis Lazuli, das wir da haben. Und das ist einfach nur Dose plus Futter gleich Dosenfutter. Ja. Nicht unten sehen, oben. Oben. Du meinst hier in dem Bereich, ne? Den hier, wahrscheinlich. Hm.
Ja, gut. Wir kriegen das da irgendwie schon raus. Also zur Not packen wir das halt, ne, hier in den Tank. Das geht ja. Wir wissen halt nur noch nicht, wie wir es aus dem Tank rauskriegen. Aber das mit den verschiedenen Dosen ist halt echt schon ein bisschen mies, ne? Auch nur ein bisschen. So, daneben packen wir gleich die Dinger, damit ich die nicht verliere. Wie weit ist jetzt hier das Holz? Das kann schon mal verarbeitet werden zu anderen Blöcken. Damit wir hinten die Quarry anschmeißen können. Wir brauchen auch noch zwei Schalter dafür. Und Rohre, die dann zur Truhe gehen. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Nein. So, nein. So. Wenn du ein Lotto gewinnen würdest, was wären die ersten paar Dinge, die du tun würdest? Erstmal ein paar Tage nicht arbeiten. Doch, ja. Ja. Und dann Tiere adoptieren. Katzen. Katzen sind toll. Aber halt auch nur so viele, wie halt die Wohnung dann verträgt. Ich glaube nicht, dass ich großartig umziehen würde. Ah. Vielleicht ein Haus kaufen. Obwohl, ja, nee. Nee, Haus macht Arbeit. Wer ein Haus hat, hat immer Arbeit. Ich habe so schon genug zu tun. Sonst, ja. Ah, ich weiß halt nicht, was ich mit viel Geld machen soll. Wirklich, es ist, ne? Vielleicht für Tiere spenden. Klar, irgendwo hier das Gaming-Equipment irgendwie weiter aufrüsten und so was. Aber, ne? Ich weiß nicht, was ich mit so viel Geld machen soll. Öffnet eigenes Tierheim. Geht auch. Geht auch. Brauchst nur zwei Ziegen, die mähen eine Rasen. Sowieso. Ich bringe mich ganz aus dem Konzept. Ich wollte Schalter bauen. Zwei Stück. Zwei haben wir ja noch. Irgendwo. Hatten. Wir hatten Schalter. Rest in Peace ist Schalter. Ja. Da ich nicht weiß, wo meine anderen Schalter geblieben sind, mache ich tatsächlich noch ein paar mehr. Ich hätte ja auch Holz gehabt. Ich bin auch heute so ein bisschen neben der Spur. Nur heute, sonst nie. So. Haben wir zumindest 7 Schalter. Das ist zwar zu viel, aber hey. Ich hatte hier doch noch irgendwo Rohre. Hölzernes Rohr. Ich möchte eigentlich, keine Ahnung. Oder, das nehmen wir. Müssen halt dann wahrscheinlich nur häufiger mal in die Truhe gucken, ob die halt gerade überlastet oder so. Zu voll wird. Habe ich Truhen dabei? Brauche ich Truhen? Es ist nie verkehrt, Truhen dabei zu haben. Ja. So, 2 Stück. Einfach nur, damit das Zeug aus dem Steinbruch gleich irgendwo hin transferiert wird. Nur heute und nur ein bisschen. Das hast du gestern auch gesagt. Ja. 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 Was soll ich dazu sagen? Ist halt so. Kohle sollten wir mitnehmen, sonst können wir da nichts befeuern. Wird mir schon wieder so viel. Also es geht relativ zügig eigentlich. Ja, und wenn wir das halt immer wieder stetig befeuern mit zusätzlichen Holz, dann haben wir da auf kurze oder lange Sicht wirklich eine sehr gute Holzproduktion oder Holzkohlenproduktion. So. Bitte warten. So, da ist der Steinbruch. Da packen wir als erstes hier mal ein paar
Kisten dran. Mach ich mal hier. Zack und zack. Kommt hier so ein hölzernes Transporter ran. Ist aber gleich richtig ausgerichtet. Perfekt. Dann der Stirling-Motor. Und einmal hier dran. Da dran. Hier dran und da dran. So. Schalter habe ich schon in der Leiste. Perfekt. Läuft ja wie geschmiert. Kommst du auch mal da dran. Kommst du auch mal da dran. Kommst du auch mal da dran. Kommst du auch mal da drauf. Kann ich ruhig schon alle anschalten, glaube ich. So, dann den anderen Motor hier dran zum Befeuern der Pipe. Ja, inzwischen habe ich bestimmt auch irgendwelche Mods drin, wo ich dann auch andere Pipes machen kann. Wovon ich aber halt noch nichts weiß. Oder nicht weiß, wie ich das genau machen soll. So, aufteilen in 4 bitte. Jeweils 13. Kommst du einmal hier? 13. Du bekommst 13. Du bekommst 13. Und das andere Ding bekommt auch 13. Wer hätte es gedacht? So. Und das Ding arbeitet jetzt. Das macht jetzt erstmal hier sein Gerüst. Und alles Weitere kommt dann halt, wenn es soweit ist. Oh. Guten Morgen, mein Lieblingsmammut. Oh, ich bin dein Lieblingsmammut. Oh. Das geht mir runter wie Butter. Ja? Oh. Ich war noch nie ein Lieblingsmammut. So. So, wir sind jetzt immer noch keinen Schritt weiter, was unseren Atomreaktor angeht, ne? Weil wir brauchen ja, wie gesagt, halt den ganzen Laserkrams und wir brauchen Diamanten. So. Dazu machen wir einmal ganz kurz hier den hier, ne? So war das doch, hoffe ich. Hier. Genau. Die Dinger muss ich in den Kompressor packen. Und dann brauche ich halt weitere Kohle. Das ist Extraktor, Kompressor. So. Mach mal. Na, hier hinten das Ding, das braucht wohl so ein bisschen, bis es tatsächlich irgendwie sein ganzes Zeug hat. Ja, es verteilt halt jetzt hier überall erstmal Zeug, was jetzt hier die Bäume und sowas erstmal abbaut. Das kommt, glaube ich, aber hier nicht rein. Also das fliegt jetzt überall hin, was halt jetzt erstmal oberhalb dessen ist, was es eigentlich abbauen will. Das könnte jetzt sowieso ein bisschen dauern. Ne? Es verschießt Sprinkler-Laseranlagen des Todes. Das dauert. Aber wenn es fertig ist, ist es fertig. Sah ein bisschen anders aus. Ne, ist halt nett. Ist halt wie, ich weiß nicht, Gärtner. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. So. Ja, wir müssen halt jetzt wirklich so ein bisschen auf Kohle warten. Hilft alles nichts. Wir müssen zwischendurch jetzt gleich auch nochmal Weizen anpflanzen und dann mal gucken. 3 Fragen. Magst du Monster Hunter 2? Hast du schon mal Monster Hunter gespielt? Magst du Monster Hunter? Zweitens, hast du schon mal Monster Hunter gespielt? Und drittens, wirst du dir den Monster Hunter World holen? Ich habe Monster Hunter 3 gespielt auf der Wii U. Hat mir grundsätzlich gefallen. Ich habe es aber halt auch nicht sehr, sehr lange gespielt. Ich glaube, 20 Stunden oder so. Ich werde mir wahrscheinlich eins der neueren Monster Hunter holen. Sei es Monster Hunter World oder Monster Hunter XX? Ich habe keine Ahnung. Ne, irgendwie sowas. Ich glaube, da hätte ich schon Bock drauf. Ne, aber mal gucken. Also, eigentlich, es ist gekauft.
Halt nur ist es halt eine Frage, wann ich dann Zeit haben werde, es irgendwie zu spielen. Ja, das ist eher so das Problem.